Wie kommen wir dorthin, wo unsere Visionen von Schule stehen, unsere Sehnsüchte, unsere Vorstellungen von dem, wie wir die Zukunft unserer nächsten Generation wünschen und wie können wir dazu beitragen? Ich hoffe, Sie wissen, ihr wisst, was ihr wollt. Und vor allem die zweite Frage, who am I, why am I here? Sie wissen, ihr wisst, warum ihr hier seid. Und da sind wir wieder bei Klaus-Otto Schamers Punkt des Presencing. Ja. Das ist der Moment, in dem wir das Hier und Jetzt mit denen, die hier sind, wahrnehmen und mit der Aufgabe, die auf uns wartet. Ich möchte jetzt mit euch etwas teilen, das mich sehr nachdenklich gemacht hat, nämlich vor ungefähr 30 Jahren, als wir in Österreich, damals war gerade Übergang von der damaligen zweiklassigen Hauptschule in die drei Leistungsgruppen, wo es dann so schwierig war mit den Schülerinnen und Schülern, die sich schwer getan haben. Und wir haben angefangen, Fördermaterialien zu entwickeln. Und wenn ich rückblicke, dann ist etwas passiert, was wir einen Teufelskreis nennen. Den möchte ich kurz aufzeigen. Wir haben nämlich Probleme aus der Vergangenheit angewendet auf die Probleme der Gegenwart und haben gesehen, das führt zu Misserfolg. Und dieser Misserfolg hat wieder eine Intensivierung der Anstrengung bewirkt. Das heißt, wir haben den Schülerinnen und Schülern bei den Aufgaben, die sie nicht geschafft haben, noch mehr Aufgaben zum Üben gegeben, damit sie möglichst das mitkriegen, was sie eben nicht geschafft haben. Ja. Das hat ihnen noch mehr gezeigt, dass sie das nicht können. Und sie haben sich noch so bemüht und dann fing dieser Kreislauf an. Das hat den Misserfolg weiter verstärkt und das Problem in der Gegenwart noch mehr verschärft. Und dann begann sozusagen dieser Kreislauf, sich wie in einer selbsterfüllenden Prophezeiung weiterzudrehen. Und das ist das, wo ich erst rückwirkend merke, wir als System, und das war das gesamte österreichische System, denn wir haben das von den Amerikanern damals übernommen, da sind einige hinübergegangen, haben sich diese Materialien angeschaut, wie kann man sozusagen diesen Förderunterricht noch mehr verbessern. Ja? Aber wir waren gefangen im Mehr vom Selben. Sie haben mehr von dem gekriegt, was sie nicht gekonnt haben. Ja? Und deswegen auch für mich diese Lemming-Geschichte so deutlich, ja. Wir haben uns gar nicht gefragt, was passiert eigentlich, wenn wir über diese Klippe springen, beziehungsweise wenn wir diese Materialien einsetzen. Und Günter Funke hat gestern zu Recht gefragt, glauben wir an das, was wir tun? Und ich bin ja Gott sei Dank in einem Bereich der Gesellschaft, wo man eigentlich vom Zweifel lebt. Denn die Wissenschaft versucht immer wieder in Frage zu stellen und auch sich selbst in Frage zu stellen. Und wenn ich so in die Nähe der Politik und Politikberatung komme, dann merke ich immer, wie schwer das ist. Die wollen immer gleich wissen, wie kann man das aber umsetzen, damit es funktioniert. Und so war das damals, da hat man gesagt, das ist sozusagen der letzte Stand der Wissenschaft, das müssen wir machen. Und insofern setzen wir uns mit dem auseinander, wie können wir diesen Teufelskreis durchbrechen. Und wenn wir uns anschauen, wie ein Musterwechsel zustande kommen könnte, möchte ich kurz einmal aufzeigen, was sich von der Lerntheorie sagen lässt, dass man normalerweise relativ früh erlebt, dass wenn etwas Neues da ist, dass man dann eine sehr schnelle, in kurzer Zeit relativ schnell etwas Neues erlernen kann. Ja. Dass es dann aber ungemein schwierig ist, das Ganze dann weiter in einer Verbesserungsebene zu halten, sondern da gibt es so ein Plateau.
Man spricht dann von Good Practice. Ja. Das kann jetzt jemand gut. Ja. Wenn man so, ich war als Student immer Skilehrer, wenn man dann sozusagen die Leute gekriegt haben, die noch nicht Skifahren konnten und dann in der Lage waren, einen Hang hinunterzufahren und auch selber die Kontrolle über die Skier zu haben. Ja. Oder im Englischunterricht, wo ich mein Unterrichtsfach hatte, wo die Schülerinnen und Schüler dann tatsächlich das alles gut machen konnten. Aber es ist dann irgendwo stehen geblieben und dann wird es schwierig. Ja. Und was dann passiert, dann versucht man immer zu sagen, jetzt müssen wir noch verbessern und da braucht es immer relativ hohe Investition, um vom Good zu Best Practice zu kommen. Ja. Und die Best Practice tut sich deswegen schwer, weil da schon eine gewisse Stabilität eingesetzt hat, wo es ganz schwierig ist, weiterzukommen. Ja. Und wenn man jetzt das Schulsystem hernimmt, was passiert normalerweise? Man macht Schulversuche, versucht dort besondere Situationen zu schaffen, versucht dort zu investieren, wie wir das in Österreich auch sehr oft erlebt haben. Da geht dann relativ viel Geld hinein. Und das sind dann Best-Practice-Beispiele. Aber die Schwierigkeit ist dann, wie kriegt man das dann tatsächlich in das gesamte System? Dann ist meistens das Geld nicht mehr da, das eigentlich diese Pilotschulen oder wie immer die heißen, bekommen haben. Ja. Dasselbe gilt natürlich auch beim Sport. Ich habe selber ja auch neben Englisch, damals hat das noch Leibeserziehung geheißen, studiert, heißt heute ist ja Bewegung und Sport. Wenn man dort eine gewisse Leistungshöhe erreicht hat, ist es ungemein schwierig, dort sich noch zu verbessern. Wir sehen das ja immer bei Wettkämpfen, 100-Meter-Lauf oder so, da geht es ja um Mikrosekunden beinahe. Ja. Und wenn wir das Beispiel anschauen, das so augenscheinlich ist, nämlich beim Hochsprung, während meiner Studierzeit ist plötzlich dieser Fosbury aufgetaucht und hat was ganz Eigenartiges gemacht und auch etwas, was jemand gesagt hat, das ist eigentlich verrückt. Früher ist man mit dem Straddle über die Latte gesprungen, das heißt möglichst nah am Bauch, dass man nicht gestreift hat. Und dann kommt der und macht genau das Gegenteil, der geht rückwärts über die Stange. Ja. Und hat dann tatsächlich den Hochsprung revolutioniert. Das war ein sogenannter Musterwechsel, wo sozusagen dieses Downloading the Pattern of the Past, wie das Sharma nennt, dieses Tun, was man gewohnt ist zu tun, einfach unterbrochen. Es kommt eine Irritation und diese Irritation ist wie ein Widerfahrnis, nennen wir das in der Lerntheorie. Es widerfährt mir etwas. Ich kann das eigentlich nicht steuern. Der Fosbury hat auch nicht gesagt, so, ich erfinde jetzt plötzlich einen Fosbury-Flop oder ich erfinde was Neues über die Stange. Weiß jemand zufällig, wie der Fosbury draufgekommen ist, dass auf dem Flop, der nach ihm benannt ist? Sportmenschen hier, ich kann es jetzt nicht sehen, ob einer aufzeigt. Er hat immer im Garten seines Elternhauses trainiert und ist dann angelaufen und er konnte nicht direkt auf die Stange zulaufen, sondern da war immer ein Apfelbaum im Weg. Jetzt musste er immer um den Apfelbaum herum und das hat ihn plötzlich so nach außen getrieben, dass er rückwärts über diese Stange drüber ist. Und das war ein Widerfahrnis und plötzlich geht er da drüber. Und das ist das, was auch so schwierig, Entschuldigung, jetzt komme ich in die falsche Richtung, ich muss nach vorne, wir wollen nicht den Fosbury rückwärts. Das ist das, wo dann sozusagen Next Practice entsteht, im Gegensatz zu Best Practice. Das, was wir vorher an Emmy gesehen haben, die dasteht und sagt, warum springen wir hier hinunter, das wollen wir sozusagen nicht. Und da tritt aber natürlich etwas auf, was sowas wie eine kritische Instabilität ist, denn das Alte greift nicht mehr und das Neue ist noch nicht da, wieder um die Nähe zu Presencing, zur entstehenden Zukunft, zu Klaus-Otto Schamers Modell. Ja. Und das ist das, ja, und wir wissen ja alle, wie
dann Jutta Meifert bei der Olympiade in München, die Gymnasiastin mit 17 Jahren, damals den Olympiasieg mit diesem Fosbury Flop gewonnen hat. Ja. Und das ist für uns das Spannende und vor allem das Wichtige, wie wir jetzt tatsächlich, und das ist eine Grundfigur der Lehre, dass wir hier zusammenkommen, Vertreterinnen und Vertreter aus allen verschiedenen Bereichen, gemeinsam darüber nachzudenken und das dann auch zu leben, wie können wir diesen Musterwechsel in der österreichischen Schule so hinkriegen, dass wir tatsächlich in eine wünschenswerte Richtung kommen. Das kann nicht eine Einzelperson. Ja. Wir hatten bei der letzten Generation Toni Inauer und vielleicht gelingt es uns auch, Maria sagt schon, wir haben die Zusage für das nächste Forum, der aufgezeigt hat, wie er mit den Adlern plötzlich die Erfolge in Kanada bei der Olympiade hatte. Wenn ihr euch erinnert, früher mussten die Skispringer immer mit parallel gehaltenen Skiern springen und wenn sie nicht parallel waren, haben sie gleich Abzüge gekriegt. Ja. Das heißt, man wird ursprünglich noch bestraft, wenn man etwas Neues versucht. Und wenn man heute bei den Skifliegern zuschaut, die sind alle in der V-Formation. Ja. Insofern ist Emmy auch eine Impulsgeberin für diesen Musterwechsel. Und den wollen wir, und das möchte ich mit dem letzten Bild aufzeigen, das ist genau das, was wir in unseren KTCs versuchen, denn diese Widerfahrnisse, die können wir jetzt nicht einfach dem Zufall überlassen, sondern die versuchen wir durch das kollegiale Coaching, wo ich sozusagen herausgehe aus dem Kreis und die anderen übernehmen. Und alle, die das erlebt haben, das sind Widerfahrnisse, wenn man sieht, wie plötzlich die anderen mit den eigenen Themen umgehen und plötzlich ganz andere Zugänge bringen. Und da versuchen wir aus dieser Formation heraus, und das habe ich hier auch als Untertitel noch dazu geschrieben, die schöpferische Kraft der Gestaltung von Schule und Unterricht lebt von der entstehenden Zukunft zur Next Practice. Und um auch den Vortrag von Günter Funke hereinzunehmen, er lebt von der Responsivität, von dem, wie wir spüren. Und das ist immer auch etwas, was nicht nur mit Inhalten zu tun hat, sondern immer auch mit Gefühlen, mit Werten, mit Sinn.